TV Straßensound. Die hat mich überall blockiert. Das war's. Sie weiß den Song nicht zu schätzen. Er meint, er schuldet mir gar nichts, aber er schuldet mir auf jeden Fall ein Ladekabel. Doch, ist so. Hallo nochmal, meine lieben Freunde, wieder zu TV Straßensound. Wir haben dieses schöne Foto von Punch gepostet und haben 100 Fanfragen bekommen. Wer hat das gemalt? Boah. Weißt du das? Ich weiß, wer es gemalt hat, aber ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Keine Ahnung. Morgane Daskudi, das ist eine Franzosin. Auf jeden Fall cool geworden. Und sie hat... Aus Frankreich spricht sie Deutsch? Aus Frankreich, nein, sie spricht kein Deutsch. Krass. Sie, das ist ihr Zeichenstil, Leute mit weißen Augen zu zeichnen. Und mich hat jemand darauf markiert. Und dann, also ihren Freund hat sie auch in dem Stil gemacht. Und der sah so ein bisschen aus wie ich mit Bart und schwarzen Haaren. Und wenn du dann weiße Augen hast, ist ja gleich, dann habe ich das kommentiert, dass ich das witzig fand. Und dann hat sie gesehen, oh krass, der hat irgendwie viele Likes. So, okay. Hat mir dann geschrieben, ey, cool, dass du das gepostet hast und so. Und pass auf, ich mache dir nochmal eins speziell für dich. Okay. Und dann hat sie das kurz danach gemacht. Und das ist dann mein Profilbild geworden. Sehr, sehr talentierte Künstlerin. Ja. Das ist gut auf jeden Fall. Aber ich würde echt gerne wissen, wie man das ausspricht. Ich werde ihr das Je ne sais pas, madame. Ich werde dir das auf jeden Fall schicken und dann mal gucken, was sie dazu sagt. Klar. Der Justin G. Isel. Würdest du das Label wechseln für 500.000 Euro? Nein. Was hältst du von Sido und könntest du dir ein Feature mit ihm vorstellen? Liebe Grüße, der René Schulmann. Mach mal die Fragen kurz und knapp, du musst kurz knapp antworten. Ja, Sido ist für mich auf jeden Fall eins meiner Jugendidole und was er heute macht, finde ich sehr, sehr scheiße. Aber das hat nichts mit dem Persönlichen zu tun, ich mag nur die Mucke halt gar nicht und nichts, was damit zu tun hat. Okay. Der Jonas Vogt fragt, kommt neues Merch von dir, beziehungsweise neue Mode? Ja, sowieso, sowieso. Bei, ja, irgendwann, ja, klar, immer, fortwährend. Der Adam Black Codex, bringst du mal wieder einen krassen Double Time? Ja, auch zu gegebener Zeit. Der Kerem Hamaducci, wie blickst du auf deine Battle-Vergangenheit zurück? Mit Spaß und Stolz, aber eben auch mit dem Bewusstsein, dass es eine Battle-Vergangenheit ist. Okay. Der Adam Wischkurov, trägst du deine Kontaktlinsen überall? Was für Kontaktlinsen? Was für Kontaktlinsen? Weiß ich auch nicht. Kein Plan. Haben die anderen Labels mal angefragt, fragt der Kerem Hamaducci. Ja, ich habe ein paar Label-Angebote bekommen. Okay. Haben wir auch schon mal diskutiert, aber nichts, was mich jetzt wirklich von HB wegreißen kann. Okay. Die nächste Frage ist, was war die kritischste Situation deiner Karriere? Wieder von Kerem. Der kritischste Punkt? Mhm. Gott sei Dank bin ich noch nicht an so eingekommen, wo ich echt sagen kann, das war... Also der kritischste Moment wäre echt wahrscheinlich bei Bang Bang gewesen, die Abgabefrist. Echt? Boah, ja. Dann aber, geht's ja noch. Ja, aber das ist so. Ja. Gut. Das. Der Marco Milke fragt, würdest du Horrorcore-Rap oder Devil-Shit machen? Alter. Voll gerne, Mann. Ich bin ein richtiger Hardcore-Fan von MC Bastard und... Okay. Alles, was damit zu tun hat und auch, ich höre ja auch sau gerne, also für mich, also in meinem Auto läuft gerade nichts anderes als Orgie und Frauenarzt und Bastard. So, das ist einfach, ich weiß nicht, ob ich das selber machen könnte, aber ich glaube, so eine Kombo würde schon irgendwie auf ihre eigene Art geil sein. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nicht abgeneigt. Okay. Magst du Albaner oder was ist da wieder für eine Frage? Der Stefan Roth fragt, warum bin ich hässlich? Hätte die Frage jetzt ohne Stefan Roth gestellt. Weil dein Charakter nicht schön ist, deshalb. Charakter macht hässlich. Der Pascal Pollmann, besteht noch Kontakt zu Esther? Nope. Wen hast du gehört, bevor du selbst gerappt hast und wer waren deine Idole von Mir Miran? Eminem, Exhibit, Sekte, Agro. Kurz und knapp. Bist du zufrieden mit deiner Leistung, fragt der Yasin Cenk. Kurzweilig immer ja. Also ich arbeite immer so lange an meinen Sachen, bis ich zu 100% zufrieden bin. Und das ist irgendwie wie so ein Akku, der langsam leer wird. Dann guckst du darauf zurück und siehst, oh, es ist nicht mehr 100% und dann musst du wieder was Neues machen. Der Ömi Brillant, könntest du dir vorstellen, an Live-Battles teilzunehmen? Mhm. Ja, aber das... Okay. Ja, aber da müssten die mir schon
was bieten. Der Pascal Pollmann fragt, hast du außer mit Weeknd noch Beef mit anderen Rappern? Nee, wa? Leider nicht. Obwohl, es ist ja auch kein Beef mit Weeknd. So, weil das ist ja einfach ein Keck. Und ich mag den jetzt nicht so, aber das ist ja, also ich habe die schlimmsten Sachen ja schon gesagt. So, und die waren, selbst die waren nicht so heftig und ja, Lance mag ich nicht. Es gibt viele, die ich nicht mag, aber Beef leider, nee. Soll sich mal einer trauen, da hätte ich Bock. Der Allah, Elia, wie hast du mit Rap angefangen und wer ist dein Lieblingsrapper zurzeit in Deutschland? Peace. Mein Lieblingsrapper zurzeit in Deutschland? Ja. Ja, Orgi, Alter. Okay. Digga, ganz klar, Orgi. Der ist auch aus Österreich. Aber ist er nicht ja, auch okay, oft klar. In Berlin? Das war gerade nur so ein... Wenn wir sagen deutschsprachiger Raum, dann ja, klar. Möchte ich die Frage einfach mal so beantworten. Sonst sagen wir, ja, Frauenarzt. Momentan halt, ne? Ja. Mhm. Wie war die Resonanz von Dagi B nach deinem Liebestrack von Pascal Pollmann? Pascal Pollmann, nein. Kennst du den? Nein, weil okay. Das ist so wie, ja, frag meinen Freund, wie war die Resonanz? Ja. Ich mach nur Spaß. Bruder muss los. Die hat mich überall blockiert. Das war's. Sie weiß den Song nicht zu schätzen. Nee. Warte. Geht außer Schlaflos wirklich jeder Track auf Bang Bang straight in die Fresse? Fragt der Pascal Pollmann nochmal. Ja, so ziemlich. Also so auf die Fresse wie halt etwas auf die Fresse. Also ich erzähle auch ein bisschen, aber selbst das puncht. Der Dadan Hassani fragt, was hältst du von Gio? Abstand. Nein, Digga, das ist so. Ich hab mit dem nichts zu tun. Also ich und seine Mucke finde ich einfach nicht gut, aber da ist nichts Böses oder so. Okay. Der Duce war Pierlo fragt, wieso Beef mit Babassa? Digga, weil er mein Ladekabel geklaut hat und mir das immer noch nicht wiedergegeben hat. Hat er wirklich. Und er meint, er schuldet mir gar nichts, aber er schuldet mir auf jeden Fall ein Ladekabel. Doch. Ist so. Der Pascal Pollmann nochmal, davon kriegt man zu viel, Fragezeichen. Tour zu Insider. Viel! Das ist die richtige Antwort, auf da kriegt man zu viel. Ja. Der Tom Liebald, erstmal bester Rapper. Das ist eine Aussage von Ihnen. Sind Features geplant? Ja, auf jeden Fall. Also erstmal danke, dass du mich als besten Rapper empfindest und zweitens Features. Ich werde auf jeden Fall mit Daniel Gunn was machen. Das war ja aber auch abzusehen. Okay, cool. Daniel und ich haben uns schon einen geilen Beat gepickt. Dann gibt es da noch einen Berliner Rapper. Der eine Maske trägt, mit dem ich vielleicht, nicht vielleicht, mit dem ich gerade an einem Projekt sitze. Gibt's einen. Und vielleicht kriege ich den einen oder anderen Österreicher ja auf meine Platte. Okay. Also, ja. Okay. Der Yassir DK fragt, fixst du SpongeBoss im Battle Rap? Meiner Meinung nach voll. Okay. Aber wenn das seine Fans entscheiden, natürlich nicht. Also, okay. Nö. Der Pascal Pollmann fragt, bist du echt so Espresso-abhängig? Und die nächste Frage von ihm, wie würdest du Bang Bang mit drei Adjektiven beschreiben? Also erstmal die Espresso-Sache. Ich bin Cappuccino-süchtig. Okay. Oder was heißt süchtig? Das gehört zu meiner täglichen Routine, ein Cappuccino. Und Bang Bang in drei Worten? Drei Adjektiven. Primitiv. Okay. Effektiv. Hart. Hart auf jeden Fall und pumpend, würde ich vielleicht sagen. Wie bitte nochmal das letzte? Pumpend. Also pumpend? Das dröhnt, das lässt einen so in Wallung versetzen, das pumpt. Okay. Ja. Wenn dein Leben verfilmt werden sollte, wer sollte deine Hauptrolle spielen? Ich. Hugh Jackman? Nein, ich. Unbedingt, ich würde das unbedingt selber spielen wollen. Also spätestens nach Schlechter Verlierer habe ich auf jeden Fall meine Schauspielerei als Leidenschaft entdeckt. Ich hätte voll Bock, mal in einem Film mitzuspielen oder so. Weil ich finde im gerade, Kino liefst du ja schon. Ja, aber so ein eigener Spielfilm. Ich finde so, unsere deutschen Rapper, die wir halt haben, sind, ich will keine Namen nennen, aber da sind nicht alle von, gut, das ist so RTL 2 mitten im Lebensstyle. Und ich glaube, ich würde es besser machen. Ich hätte Bock auf jeden Fall darauf. Okay. Machen wir die letzten drei Fragen. Mhm. Würdest du den Job als Rapper weiterempfehlen, wenn das gewisse Talent vorhanden ist? Fragt der Tyson Soltysiak. Nee, würde ich nicht. Weil ich nicht finde, dass es auf Talent ankommt, sondern auf den Willen und die Leidenschaft dahinter.
Also dann würde ich dir empfehlen, Rapper zu werden. Wenn du eine Leidenschaft für Rap hast, werd Rapper. Aber wenn, da, damit kannst du auch fehlendes Talent auch einfach kaschieren. Mhm. Darum geht es nicht um Talent. Nee. Nimmst du am JBB 2017 teil? Lass es dir gut gehen. Nein, diese Frage, nein. Es ist da. Niemals. Die allerletzte Frage. Okay. Der Erdem Kurdi bzw. der Davut. Wie geht's dir eigentlich? Zurzeit. Mal so, mal so. Okay. Naja, ich bin gesundheitlich viel angefickt in letzter Zeit, aber ich krieg immer irgendwas wieder... Schlimmes oder nur so kleine Krankheiten? Ja, ist schon was nicht so geil ist, aber da reden wir dann drüber, okay, wenn die Zeit gekommen ist. Ich weiß noch eben nicht, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das thematisieren werde, gerade weil das einfach ein krasser Punkt von meinem nächsten Album ist. Aber das ist jetzt, also ich bin jetzt nicht sterbenskrank oder so, falls jetzt irgendwas denken, also Gott sei Dank nicht, ne? Aber es sind schon so ein paar Dinge, die mich einschränken und das werde ich auf jeden Fall thematisieren, aber nicht jetzt. Und jetzt gerade geht es mir gut, außer dass mein Hals ganz schön brennt. Das heißt Impotenz. Ja, okay, Olli hat es verraten, ich habe mit meiner Impotenz zu kämpfen. Aber was will man machen, wenn man alles kriegt, was man will, dann turnt einen nichts mehr an. So. Und dann habe ich mich noch gut gerettet, oder? Ja, okay. Das ist ziemlich okay. Ja. Ich krieg halt nur noch bei Olli den harten, aber... Okay. So, dass man sich zurück als Ex-Battle-Rapper. Das waren die Fanfragen mit Punch Arroganz auf TV Straßensound. Ich bedanke mich bei dir. Das große Interview in der Videobeschreibung, genauso wie alle Links zu den Alben. Macht's gut, ciao. Peace.